Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was Emma zu Weihnachten bekommt von uns und von ihren Großeltern. Ich bekomme aktuell sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram von Mamas, die auch noch nach Geschenken für ihre Kinder suchen und mich fragen, was wir Emma schenken. Und ja, das zeige ich euch heute alles. Und dieses Video entsteht in Kooperation mit Miveva. Ja, wir haben etwas richtig Cooles von denen zugeschickt bekommen, was Emma nach zu Weihnachten bekommen wird. Und für euch ist auch eine fette Überraschung dabei. Wir haben uns was Cooles überlegt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran und dann könnt ihr euch sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Bastis Mama und Stiefpapa an. Sie haben zwei Geschenke für Emma und zwar einmal einen Arztkoffer. Ich denke, ihr kennt die alle. Irgendwie hatte jeder sowas als Kind. Und die haben schon einen zu Hause und Emma spielt damit immer wahnsinnig gerne bei denen. Und ja, liebt es einfach total. Und ja, daraufhin hat sich das einfach ergeben, dass sie dann gesagt haben, das ist doch ein super Geschenk. Und da habe ich auf jeden Fall gesagt, top, sie spielt damit so, so gerne. Da wird sie sich auf jeden Fall riesig freuen. Und als zweites Geschenk gibt es ein Duplo-Set. Also es ist nicht wirklich Duplo. Und zwar habe ich das durch Zufall in einem Laden gesehen und fand das so cool mit den Tieren, dass ich zu ihr gesagt habe, falls sie noch irgendwas schenken möchten, falls sie noch irgendwas suchen, wäre das eine richtig coole Idee, weil wir jetzt gerade so vor ein paar Wochen, Monaten hat sie ihr erstes Duplo bekommen und ja, damit spielt sie auch sehr, sehr gerne. Ja, da ich aber finde, dass Duplo sehr teuer ist, fand ich das eine sehr gute Alternative. Dann machen wir weiter mit Bastis Papa. Das ist noch nicht ganz sicher, was er schenkt, weil er das noch nicht besorgt hat. Aber sehr wahrscheinlich wird es ein Dyson Kids. Wir haben selber einen Dyson Staubsauger und Emma liebt es. Also sie würde mir am liebsten immer das Staubsaugen abnehmen bzw. mir immer dabei helfen. Aber es ist leider nicht immer ganz so praktisch, wenn sie immer damit dran festhält, weil dann der Radius, in dem ich saugen kann, natürlich sehr, sehr klein wird. Und ja, der Dyson Kids, der sieht genauso aus wie unser Dyson Staubsauger, aber halt eben in viel kleiner. Und ja, da denke ich, wird sie sich auch sehr drüber freuen, falls es das wird. Wir sind mal gespannt. Von meinen Eltern bekommt sie ganz viel Küchenspielzeug. Ja, und wie ihr euch denken könnt, was sie dann von uns bekommt, aber da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Ja, also ganz viele Sets aus Holz. Ob das jetzt, ich glaube, eine Küchenmaschine ist dabei. Ich denke, darüber wird sie sich auch sehr, sehr freuen. Emma versteht mittlerweile auch schon so zu tun, als ob sie isst oder trinkt, also das wirklich spielerisch zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie das dann mit den ganzen Sachen auch so macht oder ob wir ihr das nochmal viel vormachen werden. Ich bin sehr gespannt, aber ja, sie wird sich darüber auch sehr, sehr freuen. Und wie jetzt gerade schon erwähnt, von uns bekommt sie eine Spielküche. Und zwar habe ich euch das auch schon in einem Vlog vor längerer Zeit mal gezeigt. Die Spielküche habe ich nämlich bei Lidl geholt. Ursprünglich dachte ich, ich hole die von Ikea. Dann hatte Lidl die aber im Angebot und mein Papa hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ja, dann bin ich direkt morgens hingefahren und habe die mitgenommen. Und das Coole im Vergleich zu der Ikea-Küche ist, dass die super viele Funktionen hat von Geräuschen und Lichtern etc. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, war, dass viele Sachen rot und sehr bunt waren. Und deswegen habe ich dann, als ich die ganze Küche aufgebaut habe, habe ich mir vorgenommen, die ein bisschen mit Gold aufzupimpen. Also so manche Elemente wie den Wasserhahn und sowas in Gold zu sprühen. Das hat sich dann doch etwas schwieriger gestaltet, als ich dachte. Also ich musste es viel öfter ansprühen als gedacht und es hat auch erstmal nicht so gut gehalten. Aber im Endeffekt hat es dann doch super geklappt. Ja, und dann habe ich auch die ganze Küche aufgebaut. Thank you.
Und dann als letztes, es ist einfach so cool. Ich habe davon schon so lange geträumt. Ich glaube, das ist der Traum jeder Eltern, der irgendwie ein bisschen auf Autos steht. Und zwar ein Elektroauto. Wie schon am Anfang des Videos erzählt, ist das Auto von Mi Weber. Die haben wirklich so viel. Also nicht nur Spielzeug für Kinder, sondern auch Whirlpools und also wirklich so, so viel. Wir haben uns für ein BMW-Modell entschieden und das ist einfach so verdammt cool. Ja, und als das ankam, ich war so baff, wie riesig dieser Karton war. Den musste ich dann erstmal bei uns in die Wohnung schieben, weil ich den nicht tragen konnte, aber es hat alles gut geklappt. Dann haben Basti und ich zusammen das Auto ausgepackt. Das Riesenpaket hier packen wir jetzt mal aus. Ja, es ist wirklich riesig, aber ich meine, das Auto, das wir uns ausgesucht haben, ist auch riesig groß. Wir sind jetzt sehr gespannt und packen das Ganze mal mit euch zusammen aus. Emma, Augen zu. Oh mein Gott. Soll ich? Mach vorsichtig, ne? Mach dich vorsichtig und Arme weggehen. Ja, super! Was hast du jetzt hier aufgemacht? Oh mein Gott! Ja, mein erster Reifenwechsel. Also, quasi Wechsel. Oh mein Gott! Okay. Ja, ja. Guck dir das mal an. Kabel da dran. Da bin ich erstmal sehr gespannt, wie schwer bzw. leicht das ist, das alles anzuschließen. Und dann natürlich auch zusammengebaut. Ich muss sagen, also es war an sich schon recht übersichtlich. Also es sind, würde ich sagen, nur noch so 20 bis aller maximal 30%, die man noch selber zusammenbauen muss. Und ja, wir beide sind nicht so gut im Zusammenbauen, was Sachen angeht. Ich kann gut IKEA-Sachen aufbauen, alles was darüber hinausgeht, ist bei mir Katastrophe. Aber auch wir haben es hinbekommen. An manchen Stellen mussten wir etwas überlegen. Wir haben für das Aufbauen von dem Auto ungefähr 30 Minuten, vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Also ich glaube, ich alleine hätte definitiv länger gebraucht, aber wenn ihr irgendjemanden habt, der euch hilft, dann geht das auf jeden Fall klar. Ja, wir waren erstmal so baff, wie cool das Auto von innen aussieht, als wir es dann zusammengebaut haben. Sieht einfach alles vom Lenkrad bis zu den Ledersitzen, sieht einfach alles so, so, so cool aus. Und da drin, was ich auch richtig cool finde, es ist einfach noch ein AUX-Kabel bei dem Auto dabei. Man kann auch eine SD-Karte oder einen USB-Stick reinstecken, um halt wirklich ein Hörspiel spielen zu lassen für die Kinder oder auch natürlich Musik, alles was man irgendwie möchte. Wir konnten das Auto natürlich nicht vor Emma verstecken, aber wir haben sie ein bisschen versucht mit Eiskönigin abzulenken. Es hat so semi gut funktioniert, weil sie direkt ausgeflippt ist und immer gesagt hat, Auto, Auto, Auto. Ja, und dann ist sie irgendwann auch einfach reingekrabbelt. Wollten wir eigentlich nicht, aber das ist jetzt so gekommen. Und dann hat Basti natürlich auch voll in den Fingern gekribbelt und er hat das Ganze dann mit Emma ausprobiert. Und Leute, sie ist so ausgeflippt. Ich glaube echt, ich habe sie noch nie bei irgendwas so aufgeregt und glücklich erlebt wie in diesem Auto. Ist das Emma? Nee, das war ich. Ach so. Es ist jetzt in langsamer Geschwindigkeit. Das will ich immer anschreien. Ist das denn hier? Warte, Mausi, nimm mal ganz kurz dein Ding weg. Warte, warte, warte. Das ist hier auf Highspeed. Jetzt ist hier im Auto auf Lowspeed. Okay.
guck zu Papa. Eins, zwei. Lenkst du damit gerade? Ja. Und deswegen war es auch umso schlimmer für sie, als wir sie dann rausgeholt haben, um das Auto zu verstecken, weil es ist ja immer noch ein Weihnachtsgeschenk. So, jetzt ist aber Ende. Das ist ihr okay, Weihnachtsgeschenk. Okay, Entschuldigung. So, Mausi, tut mir leid, aber du musst jetzt raus. Hallo! Hallo! So, warte, wo ist... Wo? Da. Madame, steigen Sie bitte aus. Sie versucht, sie wieder anzuschnallen. Kommst du bitte her? Nein. Komm mal. Nee, ich bleib hier drin sitzen. Warte. Nein, das ist natürlich jetzt Mist, dass wir das dir, dass das vorher schon gesehen hast, ne? Kommst ja. Du bitte raus? Und ja, ich bin jetzt schon so aufgeregt und freue mich so sehr auf Weihnachten, weil ich ganz genau weiß, wie sehr sie sich über das Auto freuen wird. Und dann vielleicht nochmal kurz ein paar Daten zu dem Auto. Es hat zwei Batterien à 120 Watt, also insgesamt 240 Watt. Das ist ungefähr, wenn man das umrechnet, 0,3 PS. Das Auto hat natürlich Gurte, damit die Kinder auch ganz sicher drin sitzen. Und ja, das Gaspedal, sobald man bzw. das Kind den Fuß vom Pedal nimmt, steht das Auto. Also es bremst sofort runter, damit nichts passiert. Und es gibt natürlich auch eine Fernbedienung, damit man als Eltern das Ganze steuern kann und auch ja, die Sicherheit gewähren kann. Das Auto kann bis zu 6 Stundenkilometer fahren und ich dachte zuerst, boah, irgendwie hört sich das so wenig an, aber es ist dann doch recht schnell. Aber man kann die Geschwindigkeit auch nochmal in schnell und langsam einstellen und ja, Emma wird auf jeden Fall erstmal mit der langsamen fahren, bis sie auf jeden Fall was größer ist. Und wie schon erwähnt, haben Mi Weber und ich eine richtig coole Überraschung für euch, denn unter irgendeinem von euren Weihnachtsbaum wird dieses Jahr auch so ein Auto stehen, denn ich darf ein Auto auf Instagram für euch verlosen. Ja, ich bin mega happy und freue mich, dass irgendjemand auch ganz, ganz glücklich wird, ebenfalls mit so einem Auto. Das verloste Auto ist dasselbe Modell, was wir haben als Einsitzer, auch in der Farbe Schwarz. Um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr Mi Weber und mir einmal auf Instagram folgen, das Bild liken und 3 Freunde kommentieren. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Glück für das Gewinnspiel und hoffe sehr, dass ihr ein paar Inspirationen für Weihnachtsgeschenke bekommen habt. Hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und dann sage ich bis zum nächsten Mal.